In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Push-Service der Fritzbox für Telefonie effizient nutzen. Wir lassen uns für verpasste Anrufe auf dem Handy zum Beispiel informieren. Dann lassen wir uns Nachrichten, die auf den Anrufbeantworter gesprochen wurden, als Tondatei einfach an diese Mail anhängen und kriegen die dann entsprechend auch aufs Handy. Und wir schauen uns die Fax-Funktion an, wie es möglich ist, Faxe nicht mehr gedruckt zu empfangen, sondern einfach als PDF-Anhang an eine E-Mail-Adresse. Um das Ganze jetzt zu aktivieren, bin ich in der Fritzbox auf System und Push-Service gegangen. Hier oben klicke ich als erstes mal auf Absender. Und hier muss ich den Push-Service überhaupt erstmal aktivieren. Bei mir sind jetzt schon die Zugangsdaten für meinen Mail-Server eingetragen. Das wird bei euch jetzt noch leer sein. Ihr müsst jetzt einfach die E-Mail-Adressdaten eures Mail-Providers hier eintragen. Das Wichtigste ist hier zum Beispiel der SMTP-Server. Den findet ihr raus bei eurem Anbieter selber. Also zum Beispiel bin ich mal hier bei GMX. Hier ist auch der SMTP-Server verzeichnet. Der heißt halt hier einfach MailGMX.net, hat den Port 587 und hat auch eine Verschlüsselung. Und genau das müsste man jetzt hier übertragen. Also MailGMX.de, dann hier den Port, den wir vorhin gesehen haben, auch die 587 und natürlich die Verschlüsselung immer aktivieren. Das ist ganz wichtig. Bei E-Mail-Benutzername und E-Mail-Adresse ist meistens identisch. Manchmal ist der E-Mail-Benutzername noch ohne das Ad hinten und entsprechend ohne die URL des Providers. Kennwort ist euer ganz normales Login-Kennwort. Habe ich jetzt alles schon vorbereitet und eingetragen, deshalb klicke ich hier auf Übernehmen und der Haken hier ist auch ganz wichtig. Ich bekomme nochmal eine E-Mail, dass das Ganze auch funktioniert hat. Hier ist jetzt alles grün, wir gehen also auf Zurück. Die Mail habe ich jetzt auch in mein Postfach bekommen, also alles in Ordnung soweit. Jetzt gehe ich hier vorne zurück auf den Push-Service und hier gibt es eine ganze Menge nützliche Funktionen. Uns interessiert jetzt aber nur die drei Stück bei Telefonie, nämlich Anrufe. Die muss man natürlich alle anhaken, wenn man die nutzen möchte. Und hier hinten gibt es einen kleinen Stift, da klicken wir drauf. Da kann man das noch ein bisschen feingranularer einstellen. Zum Beispiel finde ich es persönlich sinnvoll, sich nur bei verpassten Anrufen per Mail informieren zu lassen. An welche Mail das Ganze jetzt geht, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das hat auch nichts mit der Mail zu tun, die wir gerade eingerichtet haben. Das ist jetzt halt hier die gleiche. Das könnt ihr natürlich genauso machen. Aber es könnte auch eine völlig andere sein. Und man kann hier sogar mehrere E-Mail-Adressen eintragen. Ich glaube, mit Komma getrennt oder Semikolon getrennt. Müsst ihr mal ausprobieren. Also man kann auch an mehrere Adressen, wenn man zum Beispiel in der Familie ist und mehrere sollen darüber informiert werden, dass es ein verpasster Anruf gab, kann man die hier auch eintragen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich drücke hier also nochmal auf OK. Und ja, jetzt lasse ich mich informieren, wenn es verpasste Anrufe gab. Wir gehen mal auf den Anrufbeantworter. Was können wir denn hier einstellen? Also es ist jetzt hier sind zwei Anrufbeantworter definiert. Ich möchte jetzt nur für den ersten Anrufbeantworter informiert werden. Gehe auch nochmal auf den Stift hier hinten, kann hier wieder die E-Mail eingeben, an wen geschickt werden soll. Und hier gibt es noch die Option Nachrichten nach Versand vom Anrufbeantworter löschen. Das ist deshalb sinnvoll, weil das recht praxisnah ist. Ihr seid unterwegs, bekommt eine Mail, habt den Anrufbeantworterspruch in eurem Postkasten, könnt den abhören und kommt jetzt nach Hause und euer Fritzphone blinkt und informiert euch nochmal über diese Nachricht, die da eben hinterlegt ist. Und das will man ja eigentlich vermeiden, dass es da nicht zu Doppelungen kommt. Deshalb kann man den einfach löschen lassen, wenn der verschickt ist, die ihr die Mail empfangen habt. Wisst ihr ja, dass es da was auf dem Anrufbeantworter gab, habt die ja auch schon abgehört und müsst das jetzt nicht nochmal auf dem Fritzphone haben. Man kann das natürlich auch rausnehmen und auch speichern lassen. Gehen wir auf OK. Ist ja dann ganz nett, wenn man das dann nochmal von zu Hause aus abhören will. Das ist also im Grunde eine Entscheidung, die ihr selber treffen müsst. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal so. Und wir gehen jetzt zur dritten Funktion, der Faxfunktion. Hier wird das Ganze abgelegt nochmal. Ne? Hier in dem Fall zum Beispiel jetzt intern abgelegt. Ich kann es nicht ablegen lassen oder auf einem USB-Stick ablegen lassen. Das heißt, das PDF, das als Fax reinkommt, das ist nochmal auf der Fritzbox gespeichert. Macht auch absolut Sinn, das zu tun. Man bekommt es aber hier zusätzlich nochmal an die E-Mail-Adresse geschickt. An der E-Mail-Adresse hängt dann einfach ein PDF dran. So, wir testen mal, würde ich sagen. So, wir fangen mit den Anrufen an. Ich habe jetzt den Anrufbeantworter so konfiguriert, dass der erst nach 5 Sekunden aktiv wird. Das heißt, wenn wir schnell genug auflegen, dann haben wir einfach nur einen verpassten Anruf und der Anrufbeantworter spielt jetzt erstmal in dem Szenario gar keine Rolle. Ihr dürft also mithören. Ich gehe mal auf meine Wahlwiederholung und ich gehe auch gleichzeitig mal auf mein Webmail-Fach. Ich werde jetzt die Zeit nicht schneiden zwischen dem verpassten Anruf und der Ankunft der Mail, weil das ist super schnell. Das ist sofort da. Also ich drücke jetzt einmal an und lege dann einfach auf. Zack, einmal geklingelt, ich lege auf und klicke hier auf Aktualisieren und die Mail ist schon da. Also geht sekundenschnell eigentlich, die Mails zu bekommen.
Dann bekomme ich in dem Betreff angezeigt, wer angerufen hat. Wenn diese Nummer jetzt im Telefonbuch hinterlegt ist, dann würde da auch der Name stehen. Das war Test Nummer 1. Test Nummer 2 wird jetzt der Anrufbeantworter sein. Dazu lasse ich jetzt mal diese 5 Sekunden klingeln. Guten Tag. Ihr Anruf kann im Moment nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. So, ich rede jetzt einfach mal irgendwas. Das Gleiche, was ich jetzt rede, geht natürlich auf den Anrufbeantworter und lege einmal auf. So, und auch hier wieder aktualisieren drücken. Ich habe nicht geschnitten jetzt diese, zumindest nicht diese Zwischenzeit jetzt. Und wir sehen hier, dass es einen Anhang hat, die Mail, und scroll mal ganz runter. Und hier unten sehe ich dann eine WAV-Datei. Da ist auch die Nummer nochmal drin, sodass man das gut zuordnen kann. Und ein Zeitstempel, die kann ich jetzt einfach runterladen und abhören. Also WAV-Dateien ist ein übliches Format, leider nicht komprimiert, aber ist jetzt hier auch nur 38 Kilobyte groß. War zwar auch nicht viel, aber die werden nicht besonders groß und dann muss man halt hin und wieder mal sein E-Mail-Postfach aufrollen. Und auch die Faxfunktion wollte ich natürlich jetzt einmal testen. Ich habe mir also an meine eigene Nummer mal einen Fax geschickt. Das bekommt man dann hier so als ja, Telefax per PDF geschickt. Hier sogar ein kleines Vorschaubild. Ich lade das Ganze mal runter und öffne das. Sieht dann im PDF einfach so aus. Nichts Besonderes, weil es einfach eine Textdatei, die ich verfaxt habe. Wenn euch das Video gefallen hat und ein paar nützliche Funktionen und Tipps und Tricks für euch dabei waren, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von euch. Ansonsten bekommt ihr jetzt im Abspann auch noch ein paar andere Videos zum Thema Fritzbox eingeblendet.